Ich melde mich mit einer Videorezension bei euch und zwar zu dem Buch von Julie Buxbaum, Tell Me Three Things, wenn das Glück in deinem Postfach liegt, ist im Wandverlag für 10 Euro erschienen. Der Wandverlag gehört zu Bastei Lübbe und das Ganze hat um die 400 Seiten und ist ein Jugendbuch. Hier geht es um Jessie. Jessie hat es im Moment nicht so leicht. Sie hat ihre Mutter verloren, sie ist gestorben. Ihr Vater hat jetzt neu geheiratet und ist zu seiner neuen Frau und dessen Sohn gezogen. Und ja, hat Jessie dann natürlich mitgenommen, aber hat sie halt gar nicht danach gefragt, wie es ihr geht und wie es ihr damit geht, einfach in eine neue Familie gesteckt zu werden, in eine neue Highschool. Und am ersten Tag der Highschool geht natürlich alles für sie schief. Und ja, dann bekommt sie aber eine anonyme E-Mail von einem Mitschüler, von dem sie aber nicht weiß, wer er ist. Und er gibt ihr Ratschläge, wie sie in der Schule klarkommt. Und die beiden schreiben sich dann regelmäßig und erzählen sich dann immer drei Dinge über sich, was immer ganz süß war. Insgesamt ist es ein sehr, ein Schreibstil, der sehr warmherzig ist. Ich möchte hier mal eben etwas vorlesen, was ich mir halt so markiert habe. Ich habe meine Mom geliebt, weil sie zu mir gehörte und ich zu ihr. Und dieses Gefühl, zueinander zu gehören, werde ich nie mehr haben. Perfekte Tage sind etwas für Menschen mit kleinen, erfüllbaren Träumen. Vielleicht auch für uns alle, aber nur im Nachhinein. Sie erscheinen uns erst später perfekt, weil sie etwas für immer Verlorenes und nicht mehr zurückzuholendes beinhalten. Und ja, das fand ich sehr schön an dem Buch, so Textstellen, die sehr tiefgründig waren. Ich muss aber sagen, dass es für mich sehr langatmig war. Aber ich denke, das liegt an meinem Alter. Ich habe bei Auswahl des Buches nicht so wirklich bedacht, dass ich ja eigentlich auch schon die Mutter von Jessie sein könnte und ich einfach für dieses Buch zu alt bin. Für Jüngere ist das wahrscheinlich sogar ein 5-Sterne-Buch. Für mich war es jetzt ein 4-Sterne-Buch. Ich denke einfach, dass es nicht mehr so für mein Alter geeignet ist. Es gibt Jugendbücher, die kann man in jedem Alter lesen. Bei diesem würde ich eher sagen, man kann sich besser in Jessie hineinversetzen, wenn man noch nicht so alt ist, dass man die Mutter sein könnte. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ich bin jetzt auch keine 60 oder 70, aber ich könnte halt doch schon die Mutter von Jessie sein, auch wenn ich mich noch gar nicht so alt fühle. Ja, und das hat es mir dann so ein bisschen schwer gemacht, mich mit Jessie zu identifizieren und auch mit ihr richtig mitzufühlen. Und ich konnte schon ihre Trauer um ihre Mutter verstehen, weil ich das ja selbst in jungen Jahren leider schon durchlebt habe. Aber so mit diesen Teenager-Problemen, da konnte ich mich halt nicht mehr ganz so mit auseinandersetzen. Ich denke aber, ich kann hier eine klare Kauf- und Leseempfehlung geben, weil es ein schönes Buch war, weil es eine schöne Botschaft beinhaltet. Das Ende hat mir auch gut gefallen. Und ja, also ich gehe wirklich davon aus, für Jüngere könnte das wirklich so ein richtiges Highlight sein. Und kann hier auf jeden Fall eine Leseempfehlung aussprechen. Von mir bekommt das Buch 4 Sterne. Und ja, ich verlinke es euch auch in der Infobox. Wenn euch das anspricht, schaut da einfach mal rein. Ihr werdet dann direkt zu dem Verlag weitergeleitet. Und ja, betonen möchte ich ganz zum Schluss auch nochmal, dass es ein Rezensionsexemplar ist. Das beeinflusst meine Meinung aber in keinster Weise. Ja, für mich war es einfach ein schönes Buch, so für zwischendurch, mit so ein bisschen tiefgründigen dazwischen. Es ist aber auch sehr viel mit E-Mail-Kontakt und das ist auch so etwas, was ich nicht so gerne lese. Also wer das gerne mag, für den ist das Buch auch auf jeden Fall etwas.
Und schaut es euch einfach mal an, schaut in die Leseprobe vielleicht rein. Ja, das war's von mir zu der Rezension des Buches. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Freue mich wie immer sehr über eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!